Schön vom Bett gefallen heute Nacht. War ja wieder super. So, gleich weiterbauen mit der Innenausstattung. Also ich muss ehrlich zugeben, in meinem Server sind auch noch nicht, ist auch noch nicht viel ausgestattet, von innen zumindest nicht. So, die Workbench könnten wir. Können das Haus auch nach und nach immer größer bauen. So ein paar Räume ransetzen und dann weiter nach draußen verleiten. Mal gucken. Die Workbench würde eigentlich auch noch gut hinpassen zu dem Ofen. Komme ich jetzt nur noch an den Ofen ran? Ja. Das ist cool. Und dann kennt man den Ofen nicht mehr. Und das ist natürlich auch die falsche Seite von der Workbench. Nee, das kann ich nicht machen. So. Wenn ich das wegmache. Sieht auch kacke aus. Na komm. So. Ja, wo packen wir denn die Workbench rein? Könnten wir eigentlich super hier hinten. Nehmen wir hier den Boden nochmal raus. Und die Workbench dahin. Fällt nicht auf. Was wollte ich im Bett? So. Wir müssen Holz haben. Aber irgendwie wächst hier nicht wirklich was. Warum nicht? Ich glaube, ich mache gleich mal Knochenmehl, damit wir hier schneller arbeiten können. Ja, kommt da ein Apfel raus? Nö, leider nicht. Alter, schon fast 2 Stunden, die ich hier aufnehme, glaube ich. So, Knochenmehl. So, dann können wir jetzt mal hopp und hui. Und hopp. Oh, der war groß. Dann nochmal den da. Und 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 dann war's das. So. Zip, zip, zip und zip. Hauptsache, wir kriegen erstmal Holz. Huch. Oh, das ist noch ein großer Baum. Ein schöner standardfarbiger Holz. Das ist wunderbar. Mal gucken, ob wir die verschiedenen Räume, die wir vielleicht irgendwann mal hier ransetzen, nicht alle mit verschiedenen Holztönen machen. Hätten vielleicht auch was. Ach du Heilige. Nee, komm, den lassen wir doch stehen. Das ist ja ein mega geiler Baum. Also, wenn das mal kein Baum ist, dann weiß ich auch nicht. Also, holla die Waldfee. Ach, hier ist so ein Baumstamm. Mal gucken, reichen 24 Baumstämme? Komm, bevor die Blätter weg sind, nutzen wir sie, um aufs Dach zu hüpfen. Ab. Komm, zack, 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 zack. Na, zack. Nee, warte, das ist suboptimal. Nee, das ist nicht suboptimal. Das ist sogar perfekt. So, so, so. So, so. Ach, was mache ich da für einen Scheiß? So, so, so. So. Und so, so. So, 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 so. So, so, so. Und das war schon mit dem Holz. Das ist ja sehr kacke. Soll ich den. Nee, komm, den Baum. Darauf. Setzen wir ein kleines, süßes Baumhäuschen. Was wir irgendwo da noch weiter in dem Büschen verstecken werden. Oh, noch 3 Saplings. Das ist ja. Oh, ein Apfel. Ich freue mich. Freu mir ein Arschloch, oh Moment mal, ich hab doch schon eins. Okay, das ist mir jetzt peinlich. Da, 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 da. Da, 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 da. Uah, Höhle. Ich will nur eure Baumstämme haben.
Dann ist Wasser. Können wir gut gebrauchen. Moment mal, wir hatten noch Brot angesetzt drüben beim anderen Haus, ne? Ach, verdammt. Oh. Alleine deswegen würde ich jetzt gerne einmal zurücklaufen, aber nein, ich tue es nicht. Ich will nur ein Dungeon. Oh, das ist so nah an der Oberfläche. Und der scheint irgendwie nichts los zu sein. Ein Spinnspawner. Leute, was haltet ihr davon, wenn wir uns hier irgendwann mal eine kleine Monsterfalle bauen werden? Oh, geil. Das ist ja auch cool hier. Ich glaube, hier brauche ich mir eine... Hallo, ich kann euch da draußen sehen. Mal gucken, was wir hier unten so finden. Ein Creeper. Komm, den hauen wir voll auf den Kopf. Voll auf den Kopf. Voll auf den Kopf. Voll auf den Kopf. Mal gucken, vielleicht gibt es ja hier unten Diamanten oder Obsidian. Dann können wir schön schnell vorankommen. So. Und hopp, und hopp, und hopp, und hopp. Ich glaube, daraus mache ich echt was, was hier so ist. Sieht ganz cool aus, alles hier. Komm, die Kohle lasse ich jetzt erstmal drinne. Wir haben ja erstmal noch genug Kohle. So, dann gehen wir da nochmal kurz rein, gucken. Einfach mal so ein Spawn vor der Tür. Wo bist du, du Arsch? Boah, Alter. Jag mir nicht nochmal so einen Schrecken ein, du. Boah. 10 Jahre älter. Alter Schwede. Boah. Können wir noch... Boah. Dass die mich immer so erschrecken müssen. Ja, ich bin schreckhaft bei Minecraft. Das Lied habe ich in 3 verschiedenen Geschwindigkeiten. Den Link zur Musik schreibe ich euch auch. Hier hängt bestimmt eine Spinne irgendwo oben. Ich will wissen, ob da Truhen sind, aber ich erkenne nichts. Ja, komm her. Ja, ist ja gut. So, erstmal. Den Spawner lasse ich bewusst da mal. Okay, komm. Da ist ein Spinnspawner. Oh, gleich 2 Truhen. Oben gleich Erde. Ist da oben? Nichts. Okay, dann lassen wir das so glatt, wie es ist, ne? Was haben wir denn hier? 3 Weizen, Schießpulver, 1 Eimer Kakao und Eisenbarren. Und hier haben wir noch Seide, Seide, Schießpulver und 1 Eimer. Na, hat sich ja gelohnt. So, die Steine nehme ich mal mit. Mit dem baue ich gerne mal. So musige Keller oder sowas. Oder einfach nur Häuser, die schon uralt sind, einfach so auf Moossteine bauen. Ich finde, das hat was. Ja, die Musik passt jetzt auch gerade gar nicht. Das Lied hatten wir doch schon, oder? Nimm einfach das. So. So, so, so. So. Für die Monsterfalle, wenn wir die bauen, werde ich aber den Diamantenhandschuh einsetzen. Es geht auf jeden Fall um einiges schneller. Ob ihr es wollt oder nicht. Für mich ist es kein Cheaten. Für mich ist es einfach nur nicht verzögern, nicht vorauszögern des Let's Plays. Ich will ja, dass wir hier schnell vorankommen. Und so wie es aussieht, kommen wir das ja anscheinend. Ja, eine geile Höhle, ne? Also daraus könnten wir echt was machen. Vor allem, die führt da einmal so rum bis da hinten und dann... Boah, geil. Oh, guck mal hier, die ganzen Saplings, die nehmen wir mal mit. Bei den letzten Blatt helfen wir mal nach. So, so.
Das wird schon wieder Nacht. Sag mal, wie schnell wäre das hier Nacht? Geh auch gar nicht. Halt. Oh, da ist noch ein Apfel. Hier noch mal ein paar Saplings setzen. Warum ist da eine eklige Strömung? Die mache ich später weg. Erstmal wird jetzt geschlafen. Warum ruckelt die Aufnahme so? Das hatte ich bisher noch nie. Also nicht so schlimm. Ich glaube, ich werde auch gleich mal Aufnahmeschluss machen. Schließlich schon spät. Aber vorher mache ich noch mal den Grundbau vom Dach fertig. Hopp und hopp. Und du auch nochmal. So, jetzt habe ich natürlich die Axt wieder. Oh, ich bin ja auch selten schlau. Ja. Hopp. Na. Vor allem, wenn ich bedenke, dass ich die ganzen Folgen noch rendern muss. Ich hau das jetzt alles in einem Stück zusammen. Und dann schneide ich mir die selber wieder zurecht, die Folgen. Ich weiß gar nicht, welches Programm ich dafür nehmen kann, ob es was Schnelleres gibt als Camtasia, weil das Rendern dauert ja echt schon ganz schön lange. Also beim Reden, da kommt mir das gar nicht so viel vor, was ich hier abbaue, ey. Ist hier irgendwo ein Apfel? Ja. Komm, dann setzen wir gleich mal ein neues Saplings. Ein dahin. So, dann gehen wir jetzt nochmal nach oben. Huch, so. Ich hätte mal die Sugarcanes behalten sollen. Okay, das war jetzt ein bisschen... Naja, schade. Zip und zip. Da kommt dann gleich noch Glas rein. Ja, ich habe bisher nur kleine Häuser gebaut, ich weiß. Aber das hier will ich ja noch vergrößern. Das wird ein größeres... größeres Haus. Ich denke mal... So noch zwei, drei Räume mehr. Und dann noch auf ein zweites Stockwerk. Dann ist das hier unsere kleine Eingangshalle irgendwann mal. Ich habe doch schon so ein paar Ideen. Mal gucken, ob wir die auch umsetzen. Bis zur nächsten Aufnahme habe ich die bestimmt wieder verplant, aber naja. Oh, meins. So. Oh, ich soll mal was essen. So. Nochmal kurz die Seeds, sage ich schon. Saplings hier einsammeln. Oh, da hinten können wir Sugarcane holen. Falls es irgendjemanden da draußen gibt, den dieses Let's Play wirklich gefällt, wäre es schön, wenn er mal vielleicht ein bisschen helfen könnte, indem er mich, ja, jetzt keine direkte Werbung macht, sondern einfach mal, na gut, jetzt ist ja schon Werbung machen, aber keine Ahnung. Bisschen promoten. Wäre schon schön. Also ich hätte echt gerne so ein paar mehr Leute, die hier zugucken. Ist ja auch schließlich viel Arbeit, ne? Naja, solange es mir Spaß bringt. Oh, schon wieder so runter auf 10 Frames. Was ist das heute? Wie soll es denn bei der Sonic-Aufnahme noch werden? So, ab morgen, denke ich mal, wird dann auch wieder Videos hochgeladen. Beziehungsweise ab heute. Oh, ich freue mich schon auf morgen. Morgen Abend geht es dann weiter mit dem Let's Play. Mit
Together mit Toriantel und KKB. Wird bestimmt lustig. So, 6 Sugar Canes. Ich hoffe mal, dass das was wird. Komm mal, die 6 können wir erstmal hier hin pflanzen. Einfach nur, um mehr zu kriegen. Ach, guck mal, hier das Holz nehmen wir nochmal mit. Vielleicht kriegen wir das Dach ja auch. Na, das Dach, weiß ich nicht. So, ups. Sieht auch schnieger aus, so ein kleines Hütchen. Oder? Was hast du?